Okay, wunderbar. Ich bekomme das Feedback, dass alles passt. Perfekt. Dann ja, möchte ich Sie gar nicht lange auf die Folter spannen, sondern schalte direkt rüber zu Dirk, der mich auch hören kann, sehe ich gerade. Ich nenne dich eben noch zum Organisator und dann jetzt auch zum Moderator und dann kannst du auch deinen Bildschirm übertragen. Ihnen viel Spaß bei dem Webinar und bis später. Ja, hallo und herzlich willkommen. Auch von meiner Seite heute zum Webinar mit den NFPs. Jetzt nur zur Bildschirmübertragung noch mal ganz kurz. Andreas, ich glaube, das musst du einleiten. Ich kann das von hier aus nicht starten oder kann ich das? Zumindest habe ich das bis jetzt noch nicht gemacht. Ich habe das schon eingeleitet. Eigentlich müsste da so ein Fenster bei dir auftauchen, dass dein Bildschirm übertragen werden kann. Nicht wirklich. Das kann jetzt aber auch hier dran liegen. Moment, hier unten blinkt was. Ich habe heute. Ah, okay. Ich musste hier heute technisch bisschen was anders machen. Ja. Und wenn es funktioniert hat, sieht man jetzt den Bildschirm. Wunderbar, es funktioniert. Wir sehen den MetaTrader. Perfekt. Okay, ich hoffe nicht nur, sondern auch den StereoTrader. Um den geht es ja auch so ein bisschen. Ja, NFPs. Was soll man viel dazu sagen? Man sieht halt heute Morgen schon die ganze Zeit, alles will hoch und das kann natürlich nicht funktionieren. Und weil im Endeffekt, und so war es in letzter Zeit ja halt auch immer, ist es ja dann doch so, dass es ja halt oft dann gegeneinander läuft, also im Speziellen jetzt halt die Indizes, also DAX und Dow, eben halt konträr zu zum Beispiel Gold oder Euro. Und deswegen habe ich hier auch momentan mal alles auf, um das mal ein bisschen natürlich auch im Auge zu behalten. Hier gibt es auch schon eine Long-Euro-Position. Die habe ich gestern schon angefangen zusammenzukaufen. Ich hätte allerdings gehofft, dass wir heute schon ein bisschen höher stehen. Und zwar hier unten, ich kann das mal zeigen, auf einer Stunde. Ich kann das noch ein bisschen größer machen, da brennt ja gerade nichts an. Direkt hier in der Korrektur schon, was da oben jetzt noch drin sind, sind eigentlich nur noch die Pyramiden, weil ich versehentlich die Hauptpositionen aufgelöst habe. Ich hatte auch in der Gruppe gesagt, so Euro jetzt mal in Richtung Long, da waren wir etwa in diesem Bereich hier, weil sich das eben auch schon angebahnt hat. Und wenn man sich das jetzt im Tageschart mal anguckt, sieht das Ganze so aus. Das heißt, hier hat sich halt dann tatsächlich auch ein Hammer gebildet und war halt auch begründet. Das war etwa 50% von der Vorwoche hier. Also der Einstieg war jetzt nicht so ganz genau, wie ich das sonst immer gerne mache. 50% von der Vorwoche und kurz vor der Aufwärtsbewegung, vor der letzten deutlichen. Und deswegen auch der Grund für Long, einfach ausgehend davon, dass wir da oben das Hoch entweder nochmal antesten oder auch durchgehen. Kritisch wird auf jeden Fall der Bereich hier, nicht weil es jetzt ein Fibo-Level ist, ebenfalls von der Vorwoche, die 100%, sondern eben auch unterhalb der letzten oder dem Einsetzen von der Abwärtsbewegung hier. Und deswegen denke ich, spätestens das wird so ein bisschen Knackpunkt werden. Aber das war eben auch der Grund, hier long reinzugehen, also gestern schon, weil es ja meistens halt schon mal sich vorher halt alles ein bisschen darstellt, wie es dann nachher dann halt eben auch stattfindet, beziehungsweise bei den NFPs wird es dann eigentlich nur noch aufgelöst. Und das war so ein bisschen abzusehen, dass das passieren würde. Und deswegen, wenn der jetzt da hoch rennt, ja, also mir wäre es wie gesagt am liebsten gewesen, wir würden jetzt schon irgendwo da stehen, dann kann man dann natürlich relativ entspannt sein. Weil dann wäre diese ganze Geschichte hier schon irgendwie über 150 Pip vorne. Und so ist natürlich das Ganze noch ein bisschen knapper. Wie gesagt, das sind jetzt ohnehin nur die Pyramiden. Also wenn er jetzt halt irgendwie runterfällt hier, dann sind halt die Pyramiden weg. Das wäre halt zwar schade, aber jetzt eben auch kein Beinbruch. So, bin hier überall. Oder weitgehend auf dem 30-Minuten-Chart unterwegs, einfach deswegen, weil halt eben auch NFPs sind ja um 14:30 Uhr. Und nicht zur vollen Stunde und nicht selten passt es dann halt eben dann auch nur letzten Endes ins Bild, wie es auch eben ohne Nachrichten gewesen wäre. Das ist ja auch immer so ein bisschen meine Devise. Ich weiß nicht, wie viele jetzt hier dabei sind, von denen, die mich schon kennen und wie viele nicht. Ich sage halt immer grundsätzlich, bei News ist, also läuft halt nichts anders als sonst auch, nur eben dann doch sauberer und schneller natürlich halt vor allen Dingen.
Also das ist der Euro. Gold habe ich auch eine Long-Position, jetzt nur leider nicht auf diesem Konto. Aber auch hat gestern schön hier in der Korrektur angesetzt, kann man zeigen, auf 4 Stunden kam der da gestern wunderbar raus. Also da bin ich tatsächlich schon hier unten, seit hier unten drin, jetzt hier oben eigentlich auch noch an der Spitze. Und wäre natürlich schön, wenn der da oben durchgeht, weil dann ist das, glaube ich, eine Geschichte, die man auch lange drin lassen kann. Wobei, wenn man sich das mal halt im Tagesschart anguckt, da ist da oben erstmal Luft. Da war in jüngster Zeit nichts. Und im Wochenchart eben halt auch. Das kann halt wirklich richtig ordentlich werden, dann halt bis da oben durch dann natürlich, ja. Das werden wir wahrscheinlich nicht heute sehen, das ist auch klar. Aber halt, wenn man halt hier unten drin ist und es sich jetzt einfach nach weiter oben fortsetzen würde, wäre es halt relativ ungefährlich dann halt entsprechend und hat schon deutlich Potenzial. Warum der jetzt hier scheitern sollte, muss man nur mal größer machen, beziehungsweise ich immer ein bisschen was ausblenden auch. Ja, also gibt es nicht irgendwie, also nicht wirklich einen Grund, einfach mal von daher zu erklären. Also hier haben wir halt Tiefpunkt und dann hier entsprechend eine kleine Korrekturwelle und dann hoch und dann kein neues Tief und die nächste logische Bewegung wäre halt auch tatsächlich dann hier oben durchgehen. Klar sind wir jetzt hier im Wochenchart, aber wir brauchen ja auch eine Großwetterlage. Vor allen Dingen dann, wenn wir hier im Tageschart, da ist ja nichts mehr. Ja, also hier haben wir jetzt noch so einen Peak, den kann man ja vielleicht mal einzeichnen. Da ist irgendwie die letzte größere Abwärtsbewegung eingeleitet worden. Das könnte natürlich nochmal ein Problem werden. Auf der anderen Seite aber auch ein relativ wahrscheinliches Anlaufziel eben jetzt für die kommende Bewegung. Und wie gesagt, da sollte sich dann auch entscheiden, wie es da weitergeht. Und wenn er deutlich da oben durchgeht, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass er sich drüber entsprechend etabliert über dem Bereich. So, machen wir zu hier, beziehungsweise schalte es auch nochmal um. Hier mal auf Stunde oder 30 Minuten. Und der hat halt hier auch, das war auch vorhin, ich schalte es eben nochmal ein, bei Gold, an dem Punkt war das die Vortages-Fibo, genau. Der Bereich hier, das war gestern ein Pivotpunkt, heute ist die 76er Vortages-Fibo. Und den Bereich hatte ich gestern auch schon genannt in der Gruppe, also wo ich halt sagte, so wenn darüber ist eigentlich Luft nach oben, das hat auch soweit gepasst. Und das war jetzt halt möglicherweise nur der Korrekturpunkt und kann jetzt entsprechend gut sein, dass es von hier aus direkt weitergeht. Also wer da aber vorhin, wie gesagt, ich weiß nicht, wer jetzt hier alles dabei ist, aber wer da vorhin gefolgt ist, kann ich halt auch ohne da eine Empfehlung abzugeben, aber ganz allgemein sagen, muss man sich natürlich überlegen, wenn man hier erst long rein ist, ob man das sich jetzt wirklich antun will, ja, hier mit den NFPs. Wer da unten schon irgendwo reingegangen ist, dem kann es wahrscheinlich egal sein. Also der setzt seinen Stop irgendwo hier in diesem Bereich irgendwo hin und dann ist das alles relativ unkritisch. So, dann mal zu unserem Freund DAX, der momentan zumindest mal aus meiner Sicht doch sehr, sehr speziell ist. Hier mal zur markttechnischen Betrachtung. Was ist da passiert? Also ich war der Meinung, okay, hier gestern wäre halt entsprechend die nächste Abwärtsbewegung eingeleitet worden, weil aus dem einfachen Grund, von hier kommend mal von oben hoch, tief, zwischenhoch, tieferes Tief. So, Fortsetzung vom Trend wäre ganz einfach nicht so neues, nicht so ein hohes Hoch. Das heißt, der Punkt hier hätte schon gepasst. Das waren die 12.113 und ab da weiter runter. So, und da hat der DAX aber jetzt keine Lust drauf gehabt. Und hat halt hier entsprechend das Ganze nochmal zurückgebogen und eben auch, was ich auch die ganze Zeit schon gesagt habe, aber hier auch nochmal erklären kann, warum das so ist. Die 170 ist natürlich absolut entscheidend, weil um jetzt den Abwärtstrend, den aktuell vorliegenden, zu brechen, müsste er natürlich ganz klar da oben drüber. Und das, ja, ein bisschen verrückter ist halt, wenn er da oben drüber geht, dann muss das schon deutlich machen und da wäre der nächste Punkt nicht hier, sondern wo sind wir? Die 226 habe ich hier gar nicht eingezeichnet. Das ist nämlich, also deswegen habe ich gerade gesagt, so ein bisschen verrückt, weil das ist nicht in Rot, sondern weil das genau der Punkt ist, den ich bei den letzten NFPs auch schon im Auge hatte und wo ich auch das letzte Mal schon gesagt habe, auch wenn bei den NFPs vielleicht jetzt nicht irgendwie direkt ein Trade oder irgendwas rumkommt. Man sollte sich
die Zahlen merken, die bei den NFPs genannt werden und dort wichtig sind, um die geht es dann die nächsten 4 Wochen. Und es war diesmal tatsächlich genau wieder so, ja. Und die 226 wird wahrscheinlich jeder kennen, der den DAX handelt. Man kann sie nicht mehr sehen. Sie haben so oft eine Rolle gespielt in letzter Zeit und klebte da, das sieht man ja auch hier oben, dem Bereich förmlich ständig dran. Und es war halt echt so ein bisschen, nervlich auch schon mal anstrengend, weil man es dann irgendwann natürlich auch nicht mehr sehen kann und dann halt irgendwann auch mal eine Entscheidung her muss, drüber oder eben drunter. Und wie gesagt, die ging tatsächlich oder kam tatsächlich bei den letzten NFPs zum ersten Mal zum Vorschein und hat jetzt tatsächlich 4 Wochen lang Gültigkeit behalten. Heute ist es die 170, die hier zum Entscheidungspunkt wird. Und da sieht man ja auch schon, ja, das war jetzt überhaupt mal der erste Punkt, wo hier eine Reaktion auch, wenn man das überhaupt so nennen kann, mal überhaupt stattfindet. Ja, klar, weil es halt eben, wie gerade gezeigt, natürlich jetzt der Punkt ist, also hier ist halt auch nochmal eine untergeordnete Welle, in 5 Minuten sieht man es ein bisschen besser. Und hier ist halt einfach so die letzte Biege nach oben und solange das nicht überboten wird, ist es halt einfach nur ein Korrekturhoch, ganz klar. Und um halt echt, also beziehungsweise tatsächlich das Ganze halt nach Norden zu drehen, muss die hier raus, die Geschichte, beziehungsweise die 170 erstmal. Und dann halt irgendwo in den Bereichen am besten auch direkt drüber oder zumindest mal in die Richtung, weil alles, was dann halt hier dazwischen stattfindet, ja, also gesehen von diesem Hoch bis hier zu 170, das ist dann erstmal egal. Also da kann er halt hier oben irgendwo sich einpendeln und kann dann weiterziehen. Aber die 170 muss natürlich raus, wenn das wirklich long gehen soll. Ich glaube da noch nicht so dran, war auch heute schon mal short, beziehungsweise schon zweimal und auch zweimal zu früh. Und so ist das halt manchmal. Weil sauber wäre natürlich gewesen, hier vielleicht nochmal irgendwo die 130 maximal oder auch hier die 113 und dann halt eben doch runter. Das wäre sauber gewesen, aber wie gesagt, da hat er jetzt einfach keine Lust drauf gehabt. So sieht das, hoppla, die Linie nicht verschieben hier. Das ist natürlich, muss ich nochmal einstellen. So sieht das Ganze aus. So, eine Viertelstunde haben wir noch. Ich hätte theoretisch auch Zeit, wenn irgendwelche Fragen sind, mit denen ich mich hoppla, auseinandersetzen kann, mache ich das natürlich auch. Aber ich habe hier gerade gar keinen Zugang zu den Fragen, sehe ich. Aber Andreas, wenn du da irgendwie was siehst, kannst du es gerne einwerfen. Weil von so der Betrachtung bin ich jetzt erstmal durch hier. Und jetzt kann man halt nur abwarten. Also der Euro läuft halt hier zumindest mal in die Richtung, wie er soll. Und den werde ich erstmal nicht anfassen. Habe ich auch schon versucht, nochmal zu pyramidisieren. Kam aber dann halt wieder zurück. Also man kann es halt nicht erzwingen. Das ist keine Frage. Ja, es kam, Dirk, es kam nur ganz kurze Anmerkung, ob du die Chartmarken vielleicht dann auch nennen kannst oder so, weil die teilweise recht klein sind, also zum Lesen recht klein. Aber ja, ansonsten kam jetzt keine konkrete Frage sonst. Ach so, aber habe ich doch gerade. Also was jetzt den DAX angeht oder war das jetzt auf was anderes bezogen? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nur die Nachricht jetzt gerade vorgelesen, aber natürlich hast du die genannt, ja, und eingezeichnet. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir uns hier, also hier, das sind halt einfach nur die Vortagesfibus und so weiter. Gut, das wird im Stereotrader halt angezeigt. Also die zeichne ich auch nicht ein und lese die auch nicht unbedingt, ich sehe sie halt nur. Aber hier jetzt zum Beispiel jetzt halt, das passt natürlich auch zusammen. Also vom Vortag war die 181, da ist er jetzt knapp drunter gelaufen. Also das ist natürlich hier nicht unbedingt punktgenau dann an der Stelle. Also mit der 170, wie ich es ja gerade gezeigt habe, 12.000. 170, das ist natürlich dann eine willkommene Übertreibung. Und wir haben natürlich hier halt auch, interessanterweise genau dort auch einen Pivotpunkt sehe ich, den habe ich vorher noch gar nicht gesehen, 12.171, aber so fügen sich die Dinge eben und passen dann halt auch oft zusammen, wie sie zusammenpassen sollen. So, jetzt haben wir hier halt die angefangene Bewegung, die heißt natürlich noch gar nichts, es ist überhaupt nichts passiert. 30 Minuten sieht man das auch nochmal ganz deutlich. Weil die ist ja natürlich nicht fertig, die Kerze. Das heißt, die existiert noch gar nicht. Und wir bewegen uns aktuell einfach nur innerhalb der letzten Aufwärtsbewegung. Das heißt, der kann jetzt genauso gut natürlich hier oben durch. Deswegen daraus jetzt irgendwelche Schlüsse ziehen, ist auf jeden Fall ein Fehler. Sage ich aber immer ganz deutlich. Also auf keinen Fall niemals nicht fertige Kerzen in irgendeiner Form in die Beurteilung mit einfließen lassen. Weil das Ding hier, der kann genauso gut hier unten aufsetzen, das ist ein Stundenpivot, und dann hier oben schließen.
dann steht dann halt einfach nur so ein Hangingman, also beziehungsweise ein Hammer am oberen Ende. Der steht dann danach im Bild und das war's dann. Ja, also deswegen heißt das momentan nichts, auch kein Grund, jetzt hier short zu gehen. Oder long, also im Zweifelsfall ist er natürlich eher long, klar, weil wir stecken in der Aufwärtsbewegung und das ist natürlich halt auch jetzt hier in Bezug auf diese hier auf diese Grenze, auch nochmal kurz zu zeigen, bei 170, das ist natürlich, also für mich wäre das kein Grund, short zu gehen, nicht da, ja, also tiefer, ja, weil das ja zumindest noch ein sauberes Verhalten wäre, aber genau solche Dinge, das sind immer die Stellen, wo eben dann halt auch Squeezes oder halt wirklich Ausbrüche stattfinden, weil es dann halt, wenn es da durchgeht, dann schiebt er nicht mal eben da durch. Also entweder prallt er heftig ab oder knallt er ordentlich halt nach oben durch die Decke. Also deswegen hier Short, ist die schlechteste Idee, auch wenn es jetzt hier vielleicht 10 Punkte gebracht hätte. Aber mehr sehe ich da noch nicht wirklich. Also deswegen, das muss ich jetzt erstmal zeigen, was jetzt hier passiert. Kann natürlich trotzdem sein, dass jetzt hier einfach runterkippt. Also wenn ich mir den Dow angucke, den hatten wir ja, genau, den hatten wir noch gar nicht. Der ist natürlich unverwüstlich, unkaputtbar. Und aber hier mal im Tageschart, das mal zu zeigen, wie der sich da so darstellt, steckt hier eigentlich mitten in der Abwärtsbewegung. Ja? Und das ist auch der Grund, warum es jetzt überhaupt da oben mal reagiert, warum es überhaupt mal zuckt zum allerersten Mal. Weil eben aktuell, also rein vom Kontext her, ich spreche immer gerne von Kontext, also was ist das drumherum? Aktuell ist der Short, also auf Tagesbasis, weil hier haben wir ganz klar eine Abwärtsbewegung mit Fortsetzung, mit tieferem Tief, auch wenn der hier unten irgendwo mal jetzt hier ein bisschen wieder hochgegangen ist, wir stecken de facto immer noch in dieser Abwärtsbewegung. Da ist noch nichts passiert. Ja? Und deswegen ist der tatsächlich auch noch Short. Und das passt halt auch zu der Betrachtung im DAX, weil die werden nicht komplett auseinanderlaufen. Also das passiert ja eher selten. Und von daher, das passt halt schon noch alles zusammen. Und auch wenn der Dow jetzt hier scheitern würde, warum nicht? Ja? Also so wirklich einen Grund, warum der jetzt hier unbedingt irgendwie weiter long gehen muss, ich sehe es noch nicht. Also es ist dann pure Gewalt. Klar kann er da oben durchgehen, passieren kann alles. Aber für den Moment ist jetzt hier erstmal Ende. Und in 4 Stunden, wenn man den halt mal dagegen hält, das sieht nicht viel anders aus, ja. Also auch alles schwarz, 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 schwarz. Und hier halt ein bisschen Schieberei. Ja? Und auch was jetzt hier, natürlich ist es eine Strecke von hier um die 350 Punkte, heißt aber noch überhaupt nichts, ja. Weil, und das ist der Kontext, den wir momentan hier einfach haben. Und der ist short. Und deswegen allzu viel Euphorie würde ich da momentan nicht reinpacken, dass das einfach weiter nach oben zieht. Und wie gesagt, DAX, das ist so die Oberzicke hier einfach in dem ganzen Programm. Warum der jetzt da unbedingt hier bis an die Grenzen da gehen muss von hier von der Abwärtsbewegung beziehungsweise von dem Trend. Gut, er macht es halt, ist in Ordnung, aber kann natürlich sein, dass jetzt hier wirklich fällt wie ein Stein, aber es ist kein schöner Entry. Schöner wäre halt wirklich gewesen, eine Nummer tiefer und auch ein bisschen später vom Zeitpunkt her, aber es ist halt alles kein Wunschkonzert hier. So, jetzt haben wir noch 10 Minuten und gleich mal gucken, wie und ob wir uns da weiter oder ob ich mich da weiter positioniere. Und der Daumen muss natürlich am liebsten in einer Bewegung das Ganze hier machen. Kann schon gut sein, dass er einmal kurz hier runterkommt und dann halt nach oben zieht. Und kann natürlich auch genauso sein, dass der hier direkt runterkippt. Das ist alles möglich, aber was ich aber mal machen werde, ist, ich werde mal hier diese letzte Pyramide mal kurz rausnehmen und ziehe den Stop mal ein bisschen weiter runter. Und dann kann er natürlich hier noch ein bisschen was von der Bewegung dann halt mitnehmen. Also wie gesagt, eigentlich ist mein Stop von der ganzen Nummer hier, das mal kurz zu zeigen, eigentlich hier unten, also mein Break-Even, ja. Und deswegen wäre das jetzt hier auch kein Problem, den da hinzuziehen, mache ich aber nicht. Also, sondern soll ja möglichst viel dabei rauskommen und nicht möglichst wenig. Und genau, Positionen trotz allem nicht allzu groß, wie man sieht, aber für die NFPs vielleicht auch nicht so wenig, je nachdem, was da gleich kommt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt
ein bisschen mehr passiert, weil es halt alles so auf Anschlag ist. Also sowohl Dow als auch DAX und der Euro ist irgendwie gerade erst hier, fängt es gerade erst an. Deswegen würde ich wetten müssen, ich meine, was ich ja tue, im Endeffekt gehe ich schon davon aus, dass der Euro, ja, das Ganze hier gleich, dass der erstmal nach oben auflöst, beziehungsweise einmal kurz runter und dann hoch. Das wäre zumindest mal so das präferierte Szenario von meiner Seite. Und Gold eben auch. Und das würde zumindest zusammenpassen. Aber oft kommt es ja anders, als man denkt. Aber schauen wir noch. 5 Minuten haben wir noch, beziehungsweise ja, noch 7 Minuten. Dirk, noch eine kurze Anmerkung. Ja, vielleicht, es kam eine Frage rein. Wieso ist der Dow short? Sind nicht die tieferen Tiefs und die Hochs nach Markttechnik überschritten worden? Im Tageschart nicht, nein. Also das ist, ich hole den nochmal eben. Mal gucken, hier kann jetzt gleich im Moment natürlich Bewegung schon kommen. Also im Tageschart, gut, wenn man das hier unten anfängt, klar. Also im Tageschart, ich rede ja auch nur vom Kontext. Ja, ich habe nur gesagt, der Kontext ist short. Und mit Kontext meine ich halt eben der Beginn hier von der Abwärtsbewegung. Und klar, das kann natürlich nur eine Korrekturwelle sein hier im Dow und kann aufgrund dessen hier oben durch. Und ich sage ja auch zum Beispiel, was den Euro angeht, ja, das, ich meine, das wird ja am Ende alles irgendwie zusammenpassen. Der Euro kriegt schon ein Problem da oben an der Stelle, die ich vorhin gezeigt habe. Das heißt, es würde ja auch passen, wenn hier erstmal innerhalb des Kontextes, ja, also das Ding bezeichne ich als Kontext, weil das ist ja, das alles sind Innenstäbe von der Geschichte hier, nicht mehr, nicht weniger, und das ist ja auch Markttechnik. Und da geht es normalerweise nicht so einfach oben raus. Und deswegen wäre es jetzt hier ja auch denkbar, dass wir zuerst mal innerhalb von diesem Außenstab erstmal die Bewegung nach unten machen und dann nach oben, ja, und dann hätten wir natürlich alles erfüllt und hätten wir einmal halt den Kontext, also die Innenstabsgeschichte, beziehungsweise Außenstabsgeschichte hätten wir dann erfüllt und gleichzeitig aber halt eben auch, ich weiß nicht, wer das jetzt gesagt hat, aber auch richtig festgestellt hat, dass wir natürlich hier von der Bewegung an sich ist das Ding long, klar, nur der Kontext aktuell, der ist short und deswegen gehe ich davon aus, dass wir erstmal runtergehen, bevor es nach oben rausgeht. Und was der DAX macht, das ist echt, das ist mir so ein bisschen ein Rätsel, weil ich weiß nicht so ganz, was der da oben will. Weil bei dem sieht das alles ganz anders aus als im Dow. Habe ich den auch noch hier irgendwo als Tageschart? Ja, ach Quatsch, da oben ist er noch. Kann ich ja auch mal noch kurz zeigen. Die Zeit haben wir, glaube ich, noch, so wie es aussieht. Weil der sieht völlig anders aus. Ne? Also da ist halt das Ding... Das ist halt die Frage, ob man das halt wirklich noch als Long ohne Probleme bezeichnen kann. Also das ist schon ordentlich rund hier oben und dann halt hier, wenn man das mal im Einzelnen betrachtet, hier ging es erstmal runter und da haben wir ein tieferes Tief als dieser Punkt. Dann kein neues Hoch mehr, tieferes Tief. Kein neues Hoch, tieferes Tief. Kein neues Hoch, tieferes Tief. Das Ding ist abwärts. Und da sieht es, ich glaube, kann man dann schon sagen, da ist immer halt ein Abwärtstrend. Deswegen passen DAX und Dow da nicht so wirklich auch zusammen. Und das ist so ein bisschen bedenklich auf jeden Fall an der Stelle. War das jetzt soweit beantwortet? Also was den Kontext eben angeht vom Dow? Ja, also ich fand es super, weil das war gut erklärt, größere oder das übergeordnete Bild, dass es eigentlich long ist, aber jetzt hier in diesem Kontext natürlich short, klar. Ja, kam auch die Antwort vom Teilnehmer, das super erklärt. Vielen Dank. Okay. So, dann schauen wir mal. 4 Minuten, 3 Minuten eigentlich nur noch. Ich muss hier ein bisschen mit beengtem Bildschirm auskommen. So, dann gucken wir mal, was er da oben veranstaltet, wenn er da hochgeht. Ist ja leider immer noch nicht raus. In 3 Minuten sind wir schlauer.
Dirk, vielleicht nochmal kurz der Hinweis. Ich weiß nicht, ob du gerade mit Absicht auf den Ton ausgeschaltet hast, eine kurze Pause machst. Auf jeden Fall ist der deaktiviert. Okay, ja, sorry. Danke. So, ne, ich habe gerade gesagt, so hier oben, ich habe den Ton versehentlich tatsächlich ausgehabt, das wäre so die erste Bewegung, wo der Euro eigentlich mal hin müsste, beziehungsweise wenn er da hingeht, wäre das halt auch eine entsprechende Position, um da oben mal einen Teil rauszuhauen. Also wenn er das packt bis da oben hin und falls er runterkippt, gehe ich sofort wahrscheinlich hier im Market raus. So, da oben sind wir, Teil ist raus. So, das hat schon mal gepasst. Da oben ist genau die Grenze. Die hatte ich ja vorhin gezeigt im Tagesschart. So, der DAX kippt. Macht auch mal was richtig. So, den Rest lassen wir hier weiterlaufen erstmal. Und Gold ebenfalls sehr schön. Rakete, wie erwartet. Und da die Skalierung mal hier. Ich nur leider jetzt nicht auf diesem Konto. Ich habe ihn aber glücklicherweise auf dem anderen Konto habe ich den Gold ja noch drin. So, und der Euro. Was macht er? Zieht hier oben weiter. Den DAX lasse ich mal kurz außen vor. Schnappen jetzt den Euro mal groß. So, da hätten wir oben noch einen weiteren Pivotpunkt. Das wäre möglicher nächster Exit. Und dann kann man natürlich auch mal irgendwann überlegen, ob man das Ding noch short dreht. Ich gehe mal hier auf 4 Stunden Tageschart. So, das heißt, er geht hier oben wirklich bis an die, jetzt klingt es natürlich bei mir, ja, der muss jetzt leider draußen bleiben, wer auch immer das ist. So, ich würde aber hier jetzt einen Teil rausgeben, manuell nochmal. So, jetzt haben wir fast nichts mehr drin hier eigentlich. Und hier kann man jetzt natürlich auch überlegen, echt noch short zu gehen. Vielleicht machen wir das sogar mal. Beziehungsweise ich würde eine Übertreibung jetzt hier noch kurz abwarten. So, Long ist raus damit. Und Pivotpunkte gerne gesehen als Übertreibung. Machen wir mal hier kleine Position. So, das sieht doch erstmal gut aus, was da alles passiert. So, und der DAX zickt natürlich rum. Was hat der Dow gemacht? Hat auch nach unten gewackelt. Also von daher bis jetzt alles wie vermutet. So, ja, der DAX ist eigentlich nicht viel passiert. Von daher bin ich eigentlich auch jetzt mal ganz froh, dass ich diesmal den Euro gehandelt habe, hier bei den NFPs. Beim DAX ist ja halt wirklich, es war ja gar nichts die letzten Male. So, der korrigiert jetzt hier auch. Gucken wir direkt mal auf einer Minute, wie das aussieht. Da würde ich auch versuchen, den zu trailen, wenn ich den erwischen sollte. Weil der kriegt hier oben jetzt auf jeden Fall ein Problem, das sieht man ja auch. Ja? Das ist jetzt die Übertreibung eigentlich nur von der Stelle von vorhin, die ich gezeigt habe, die kommt jetzt eben aus dem Daily. Und jetzt warte ich hier einfach mal ab, bis ich jetzt hier die erste vernünftige Gegenbewegung habe und würde den dann tatsächlich mal versuchen, da irgendwie klein mitzunehmen. Also das heißt klein, also einfach mal gucken, wie weit das Ganze geht, weil dass der jetzt da oben einfach durchrennt, glaube ich jetzt noch nicht dran. Vielleicht mal die kleineren Pivotpunkte hier einblenden. Stunde haben wir eigentlich. Aber das wäre jetzt schon noch in Ordnung, wenn er das macht. Und dann kann der DAX auch sein Glück versuchen. Wie weit er damit kommt, steht natürlich auf dem anderen Blatt. Aber das ist ja normal. Also dass der Euro, also bei News zumindest, Euro geht hoch, DAX geht runter. Das ist nicht wirklich verwunderlich. Aber halt eben auch nicht viel, ja. Also 50 Punkte, wobei das ist ja für die letzten Male, das ist ja tatsächlich schon eine Weltreise, da hatten wir teilweise deutlich weniger. So, mal gucken, ob wir den Peak hier noch kriegen. Ja, erstmal nur eine.
Also vor Wochenpivot und vor Tagespivot und eben die 161er FIBO, das wird schon Sinn machen. So, komm, wir nehmen den mal direkt. So. Erstmal nur die halbe Size. Und den Rest kann ich hier oben noch, was heißt halbe, also das ist natürlich jetzt, aber die halbe für diese Session jetzt, also geplant, das jetzt hier für den Short, weil es ist jetzt natürlich erstmal gegen den Ausbruch und von daher auch nicht so ganz einfach immer. Und das muss man jetzt nicht unbedingt hier direkt mit mehreren Lots machen. So, dann mal gucken, ob wir jetzt hier ein Tief kriegen. Und wenn nicht, wie gesagt, machen wir den einfach nochmal. Ja, Gold ist wirklich sehr nett, wie das hier ausbricht. Kann ich auch nochmal kurz ein bisschen größer machen hier. Neues Hoch, neues Wochenhoch haben wir hier. Absolut. Ja, also wer den gemacht hat, ich habe ja meine Einschätzung dazu eben auch gesagt. Das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, den als Swing auch drin zu lassen. Der kann schon weit kommen. Also dazu muss jetzt auch nicht unbedingt der Euro da oben durchs Dach marschieren, sondern das kann Gold im Zweifelsfall auch alleine. Also weil der Euro hat so viel, schon so viel in Vorleistung da gegangen die letzte Zeit. Und auch wenn der mal ein bisschen korrigiert, glaube ich nicht, dass es direkt Gold mit in die Tiefe zerrt. Trotzdem, klar, kann es natürlich sein, dass das halt hier jetzt erstmal nur ein versuchter Ausbruch ist, dass er nochmal ein Stück zurückkommt. Klar, sehr selten eine Einbahnstraße. So, und wie man sieht hier, der Euro jetzt hier auf einer Minute. Auch der Grund, warum ich da hingehe, weil ich halt auch immer sage, eine Minute läuft extrem sauber bei News. Und weshalb ich das auch einfach echt gerne handle. Weil hier eigentlich nichts verletzt wird. Also jetzt auch hier von dem Trading Stop, der jetzt hier drin ist, ist einfach ein markttechnischer Trading Stop. Ich würde da jetzt auch mal versuchen, direkt die zweite mit dazu zu geben und dann nochmal von vorne anzufangen. Wobei es hier ist natürlich jetzt, naja gut, Korrekturpunkt. Und mit nicht verletzt meine ich, also auch wenn wir, jetzt haben wir hier natürlich einen Korrekturpunkt, mal gucken, ob es so clever war. Aber der wird jetzt nicht einfach mir nochmal hochlaufen oder nochmal runter. Das passiert in der Regel nicht. Sondern wenn der jetzt hier wirklich so weit hochläuft, ja, also es hier ins Minus geht, dann geht es wahrscheinlich auch erstmal noch eine Runde Long weiter. Dann kommt erstmal ein neues Hoch und nicht unbedingt als nächstes ein neues Tief. So, aber werden wir gleich ja sehen. So, der Trading Stop springt hier wieder mit. Und mit nicht verletzen meine ich halt eben auch, also wie gesagt, das hat hier die Hochs von den Kerzen, die letzten Tiefs gemacht haben, die werden nicht mal eben wieder rausgenommen. Und das ist eben die Logik auch hier von dem Trading Stop. Der läuft auf genau diese Art und Weise hinterher. So, wie gesagt, kann jetzt sein, dass der hier nicht weit kommt, weil wir jetzt schon nochmal Punkte haben, wo der erstmal reagieren könnte. Und das ist ja eher hier so ein Bonus. Ich nehme die Pyramide mal raus, die ist mir ein bisschen zu knapp. So, aber wird man sehen, ja, dass hier akkurat auf einer Minute, was sonst nur im Stundenchart geht, wird das hier beachtet. Also ganz genau sieht man hier, ne, das ist, war ja hier das, der Beginn der letzten Abwärtsbewegung exakt da dran. Und wenn die hat jetzt nochmal ein neues Tief gemacht, die Kerze. Und das heißt, der Trading Stop springt jetzt nochmal eine kleine Stufe runter. Ja, und klemmt sich dann da halt dran. Und wenn der jetzt rausgenommen wird, und dann kann man eigentlich davon ausgehen, es geht oben nochmal eine Runde weiter, dann war es das noch nicht. Also zumindest mal in der nächstgrößeren Zeiteinheit. Das wäre dann halt hier jetzt ja, 5 Minuten oder eher 15 Minuten dann doch. Und da sollte da ein bisschen was passieren. Also das heißt, der kann genau diese Bewegung natürlich auch nochmal wiederholen. Und deswegen darf natürlich jetzt der 1-Minuten-Chart
hat ja theoretisch 15 Minuten beziehungsweise 15 Kerzen Zeit maximal. So, jetzt sehen wir halt auch, hier wird das wird verletzt. Also dieses Hoch von der Kerze. Und wahrscheinlich jetzt das nächste auch. Und dann macht er jetzt erst auch mal neue Hochs. So, das war jetzt einfach nur ein kleiner Bonus. Und aber damit ist jetzt hier wahrscheinlich erstmal die Korrektur beendet und der Euro geht jetzt wahrscheinlich nochmal eine Etage höher. So, machen wir den mal weg. Und das ist halt echt so ein Grund, warum ich News einfach echt gut finde. Auch wenn er jetzt hier runtergeht, ja, also es gibt ja, also Trading ist ja keine Raketenwissenschaft, ja. Aber halt letzten Endes gibt es dann eben doch Regeln, die dann funktionieren. Gut, das war jetzt hier tatsächlich ein unschöner Vorführeffekt, aber es hat auch nur ganz knapp verletzt hier oben, die Geschichte. Okay, wären ein paar Punkte mehr gewesen. Aber hätte man ein bisschen mehr Platz lassen können. Weil was ja entscheidend ist, und das sieht man ja auch, das hier nochmal. So, das war der Ausbruchspunkt. Durch jetzt die Überlegung da tatsächlich auch nochmal long zu gehen, aber ist natürlich, hab ich jetzt verschlafen bei den ganzen Erklärungen hier, weil die habe ich mir deswegen vorhin eingezeichnet. Das war ein wichtiger Korrekturpunkt. Beziehungsweise das war der Ausbruchspunkt und darüber musste er die ganze Zeit bleiben in der Range, was er auch gemacht hat. Das war hier vorhin so zwischendurch der Ausbruch um 12 Uhr und hat dann danach eine Range ausgebildet und den Punkt hier auch nicht mehr berührt. Und deswegen ich auch an dem Long festgehalten habe. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, bevor jetzt hier einer sagt, das stimmt ja gar nicht, was du da sagst. Hier oben, ja, kann man, entscheidend ist natürlich der Schlusskurs bzw. Eröffnungskurs. Klar, hat natürlich jetzt hier einen leichten Piekser gemacht, mal kurz übertrieben, aber auch nur minimal. Das war ein Pip hier oben drüber und ich habe den natürlich auch extrem knapp da oben drüber hergeführt. Und aber man sieht halt trotzdem, ja, also ich meine, über ein Pip muss man jetzt hier wirklich nicht reden. Aber halt generell ist das halt, wird das halt echt sauber abgearbeitet. Also übel wäre jetzt gewesen, wenn ich einmal hier oben hin und dann so eine Kerze runter. Das wäre natürlich eine Nummer übler gewesen. Aber so war das völlig okay. So, der DAX. Ich traue mich gar nicht, den anzufassen, weil ich einfach nicht weiß, was der da oben will. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Ich werfe mal kurz einen Blick auf den, also hier bin ich jetzt heraus erstmal. Werfe mal kurz einen Blick auf den Dow. Was hat er denn überhaupt gemacht jetzt hier, die letzte halbe Stunde beziehungsweise letzten 10 Minuten? Wenn ich mal die Skalierung umstellen. Ja, ne? Also Reaktion war entsprechend auch erstmal runter. Und zwar jetzt auch nicht allzu viel hier mit irgendwie, was war das denn? Gerade mal 30 Punkte. Ist hier der Kurs stehen geblieben oder ist das tatsächlich war, ja, es ist wirklich wahr, hat sich fast überhaupt nicht bewegt, aber nichtsdestotrotz passend zum Kontext und Entschuldigung, muss mal ganz kurz. So, na, ich musste mal kurz husten, ja, ich kriege hier einen trockenen Hals. Wollte aber nicht, dass hier irgendjemand einen Hörsturz bekommt. So, das hat also hier zum Kontext auf jeden Fall erstmal gepasst, aber da sollte eigentlich auch noch ein bisschen mehr kommen. Also einfach da oben drüber spazieren, weiß ich nicht. Ja, der Euro. So, dann gucke ich mir den mal nochmal hier aus, ein bisschen größer an. Was da noch, beziehungsweise da passiert. Also das hier hat gepasst, ja. Um den Punkt geht es hier, beziehungsweise ein Stück weit höher wird man auch gleich sehen, auch wenn der jetzt hier erstmal ordentlich drüber und ordentlich drunter. Ich vermute mal, der wird sich jetzt hier irgendwo einpendeln und dann halt möglicherweise ganz schlapp da irgendwie nochmal runtergehen oder natürlich halt drüber etablieren und dann ganz schlapp nach oben weiterklettern. Aber ansonsten jetzt hier von der eigentlichen Bewegung sollte es das jetzt erstmal gewesen sein. Und beziehungsweise da wäre halt eigentlich eher plausibler, weil wenn man das auch mal halt irgendwie in Wellen betrachtet, da war ja noch nicht viel. Normalerweise haben wir ja dann in einer Korrekturbewegung eher drei Wellen, das wäre dann eins, zwei und die dritte fehlt. Und das heißt, wenn hier noch was Größeres kommt, dann eigentlich eher mal mit einem neuen Tief, und aber auch nicht unbedingt
allzu weit. Also unter dem Punkt hier müssen wir auch nicht unbedingt runter. Es reicht auch, wenn wir hier einen Doppelboden kriegen und es dann zum Beispiel nochmal hochgeht. Aber generell ist der ja halt extrem long. Also ich denke, das weiß ja auch jeder. Muss man ja nicht viel zu sagen zum Euro. Das ist einfach nur eine Rakete. Und traue ihm auch zu, dass er jetzt hier natürlich, also kann genauso gut sein, ja, dass er jetzt hier direkt in einer Bewegung durchgeht. Aber das ist jetzt nichts, was ich unbedingt handeln würde, weil die Hauptbewegung haben wir jetzt gehabt, gibt doch gar keinen Grund, ja, warum soll ich jetzt da nochmal rein? Weil wenn man sich das mal von der Strecke anguckt, ja, also was jetzt hier irgendwie in 10 Minuten passiert ist, ist die Bewegung von einem ganzen Tag normalerweise. Und es ergibt ja gar keinen Sinn, da jetzt nochmal da irgendwie was zu versuchen in der Richtung. Das ist Nonsens. Deswegen würde ich da erstmal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Und wenn er sich da oben drüber etabliert, tatsächlich mit Schlusskurs im Tageschart über 1,20, dann kann man drüber nachdenken. Da haben wir zwar immer noch dieses Hoch hier, aber das ist dann auch nur noch Makulatur. Mehr im Endeffekt wahrscheinlich nicht. Ich habe irgendwie hier den Frosch im Hals. Sorry, wenn ich ab und zu unterbrechen muss. Ja, der DAX. Mir fehlen dazu so ein bisschen die Worte, weil ich, das ist, wie gesagt, das ist, ich weiß nicht, ist hier irgendjemand positioniert und braucht eine Einschätzung? Also ich bin ja jetzt hier eigentlich soweit erstmal fertig. Ich habe jetzt aktuell hier keinen Handlungsbedarf mehr. Aber dann kann ich gerne was dazu sagen, wenn das jemand möchte. Andreas, bist du noch da? Ich bin da, also sehe aber jetzt noch keinen, der sagt, dass er gerne in DAX, doch jetzt DAX sehr gerne. Dann kam ein Kommentar, der Euro war super, danke Dirk. Noch eine Frage, wie man in deine Facebook-Trading-Gruppe kommt, ob da jeder teilnehmen kann. Vielleicht kannst du da einfach noch was zu sagen. Und ja, eine Anmerkung noch zum DAX. Ich wollte mich nochmal short positionieren, hat jemand geschrieben. Ja, wie gesagt, der DAX ist halt eine Zicke, ne? Und das Problem ist halt hier wirklich das Sentiment. Also ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, aber ich vermute mal, dass es halt wirklich short ist. Ja, das heißt also, dass halt wirklich die Masse da short unterwegs ist und der kann halt nicht fallen, wenn einfach alle short sind. Das funktioniert halt einfach nicht. Und deswegen, und das sieht man jetzt auch schon so ein bisschen, es muss hier wahrscheinlich irgendeine Übertreibung in irgendeiner Form her. Und so wie es das hier darstellt, und er will irgendwie da oben durch, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde echt eher dann glaube ich, eher abwarten. Also wie gesagt, ich darf hier keine Empfehlungen geben. Also bitte nicht eins zu eins dann auch umsetzen, sondern eher mit den eigenen Überlegungen abgleichen. Aber um das hier nochmal zu zeigen, klar, plausibel wäre immer noch, dass der jetzt hier runterkippt. Absolut. Das habe ich von Anfang an gesagt. Aber man sieht ja, er will es einfach nicht. Ja. Und was auch immer da dahinter steckt. Und ich glaube, da sollte man eher abwarten, bis der hier nochmal irgendwie unter 12.113, also ich auch, was ja hier knapp unter der letzten Biege ist, sich dort irgendwo etabliert und auch, weil das ja auch hier dieser Knick ist und dann dort eher nochmal versuchen, in einem kleinen Rücklauf oder dann auch direkt per Market, das wäre eine Überlegung, da halt nochmal short zu gehen und dann gehört natürlich der Stop hier oben drüber, das ist auch klar. Und also über 12.170. Und ansonsten, wenn der da oben rausgeht, dann ist der halt leider weder long noch short. Das ist nämlich genau das Problem, ja. Also klar kann man hier jetzt so ein bisschen irgendwie kurze Bewegungen, die lassen sich halt schon einschätzen. Aber halt nichts, was jetzt irgendwie halt in einem vernünftigen, wie soll ich sagen, in einer Großwetterlage noch vernünftig darstellbar ist, weil im Tageschart ist der nicht long. Und dort ist wiederum der Punkt, wo der dann halt eine Reversal hinlegen müsste, der ist wiederum so hoch, ja, dass es fast schon absurd ist, ja, dass der halt da irgendwo mal eben so drüber geht. Ich sehe hier gerade auf dem anderen Bildschirm Gold. Kommt gerade nochmal hier so ein bisschen ist gut runter. Ich war auch gerade mal ganz froh, dass ich auch mal Teilverkauf gemacht habe, eben noch zwischendurch. Aber okay, das passt schon. Also eben mal kurz auf Anfang alles. Den DAX, so, jetzt war nur ganz kurz hier abgelenkt von der Zuckung hier in Gold daneben an. Ich kann dir mal kurz zeigen, die war gerade ein bisschen heftig. Hier auf einer Minute ging es mal komplett bergab. Und aber auch nichts passiert. Also das ist jetzt aus meiner Sicht erstmal Stopfishing. Erstmal unter den Ausbruch und dann
oben raus. Das würde mir mit meiner Position auch ganz gut gefallen, muss ich natürlich auch zugeben. Hier nochmal mit dem DAX auf Tagescharts, auf Tagessicht. Um das Ding wirklich long zu drehen, reichen natürlich hier auch keine 12.177, wo wir jetzt hier gerade dran waren. Also man sieht, das sind alles übrigens auch keine Linien, die ich jetzt hier heute eingezeichnet habe. Die sind alle schon ein paar Tage älter. Sondern der muss deutlich darüber, weil das hier, die ganzen relativen Hochs hier, die müssen raus. Das heißt, er müsste eigentlich in einer Bewegung am besten da oben durch und dann irgendwo Richtung 12.400. So, und dann kann man von einem Reversal reden. Das hier ist nur momentan ein netter Versuch. Ja, und mehr ist das nicht. Es kann natürlich funktionieren, ja. Ich weiß noch nicht so ganz, wo es herkommen soll. Vom DAO vielleicht. Kann sein. Ich bin nur immer kein Freund davon, irgendwie zu sagen, der DAO steigt, dann steigt der DAX, weil funktioniert ja nicht. Also die liegen so viele tausend Punkte mittlerweile in der Korrelation auseinander, dass man das so einfach nicht mehr sagen kann. Und aber nichtsdestotrotz würde es hier natürlich helfen. Das wahrscheinlich schon. Und vielleicht werden dann auch hier im DAX nochmal einige mobilisiert, um da halt irgendwo long reinzugehen. Aber das müsste halt passieren. Das heißt, das hier reicht alles nicht. Das also sieht man ja auch, glaube ich, ganz nett. Der Bereich hier, das ist ja totes Land. Mehr ist das nicht. Und dann kann der drunter kippen oder drüber kippen. Und deswegen, also das ist auch hier noch das Gap. Gut, das ist nicht ganz richtig, die Overnight-Betrachtung mit drin, aber ohnehin, ich bin eh nicht so der Freund, über Gaps zu diskutieren, weil die liegen halt auf dem Weg und werden natürlich auch mal zugemacht. Und aber wie gesagt, also da muss er jetzt natürlich drüber und dann hat er natürlich auch eine Chance, klar. Also weil dann steckt er wieder, und wenn wir nochmal zur Markttechnik gehen mit den Außenstäben, dann stecken wir wieder in dieser Aufwärtsbewegung, ja. Da stecken wir aktuell ja auch drin, nur dann aber eben auch hier über der Stelle ab da, wo es bergab ging. Und das war ja hier eindeutig 12.177 an dem Tag runter, leicht korrigiert am gleichen Tag und dann hier der Sack Reis, der da in China umgefallen ist, diese Woche. Und ja, das ist natürlich schon massiv, ganz klar. Deswegen, also ganz, ganz schwer, finde ich. Also vielleicht hat da jemand irgendwie eine bessere Idee, und aber ich glaube, ich bin nicht so schlecht, was den DAX angeht. Und aber das ist hier halt, es kann alles Mögliche werden. Gut, ich denke mal, bis zur Markteröffnung jetzt hier mit dem Dow Jones noch durchzuhalten, das macht wahrscheinlich wenig Sinn, ist ja schon hier ein bisschen was passiert. Und vielleicht konnte auch der ein oder andere das mit seinem Trade auch irgendwie abgleichen, vielleicht im Euro, die Geschichte hier. Und ansonsten fällt mir da jetzt auch nicht allzu viel. Achso, die Gruppe ist noch gefragt worden, ne? Welche Gruppe das ist. Ich hatte hier tatsächlich doch auch genau. Mal ein Hintergrundbild. Mal gucken, vielleicht funktioniert das ja. Und es kam noch eine kurze Frage rein. Wann kommt der Stereo Trader für MT5? Laut Homepage August. Vielleicht hast du da ein neues Update. Genau, also das war halt geplant. Also die offizielle Release noch nicht, aber die Pre-Release war für August geplant. Das verzögert sich gerade so ein bisschen, weil es da halt in der Abstimmung zwischen MT4 und MT5 Version, da gibt es gerade so ein paar Hürden, und wird aktuell auf Metacodes gewartet. Ja, also da ist halt, das sind so ein paar kleine Unstimmigkeiten, aber ich bin da trotzdem guter Dinge, also dass wir halt in kürzester Zeit, also auf jeden Fall im September, da zumindest mal die erste Pre-Release dann an den Start kriegen. Das heißt Pre-Release deswegen, weil die wird in der ersten Fassung noch nicht alle Funktionen vom Stereo Trader haben, also von der MT4-Version. Den Stereo Hedge Mode wird es dann ohnehin nicht mehr geben. Das ist aber systembedingt durch den MetaTrader 5. Aber halt jetzt Estimator oder sowas, das wird nicht unbedingt von Anfang an mit dabei sein, wird aber dann natürlich nach und nach kommen. Aber vielleicht an der Stelle auch noch ein kleiner Hinweis zu den IB-Days, 12.09. Da bin ich mit einem Kollegen zugange, und da gibt es auch eine neue Erweiterung für den Stereo Trader, die wird dort vorgestellt. Und ich möchte noch keine Namen nennen, weil er auch ein bisschen zu bekannt ist. Und aber lasst euch mal überraschen, was da kommt. Das ist auf jeden Fall auch absolut innovativ, glaube ich, kann man wirklich so sagen, was die CFD-Welt betrifft. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier meinen MetaTrader nochmal finde. Also, so heißt die Gruppe, ja, und auch zu erkennen hier am Profilbild. Und wer möchte, kann ja gerne mal vorbeischauen.
Okay. Ich wäre durch von meiner Seite, Andreas. Ja, also ich habe auch nichts mehr hier gerade im Chat. Ich gehe noch mal kurz durch. Ich glaube, wir haben aber alle Fragen, die kamen, abgearbeitet. Außer es kommt jetzt gerade noch was rein. Das dauert ja mal, bis man die eingetippt hat. Ja, das letzte war die Frage zum MT5. Ja. Okay. Ja gut, dann bedanke ich mich an der Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen, Zuhören. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte was Brauchbares auch zeigen oder wie gesagt, den einen oder anderen auch in seinen Gedankengängen vielleicht mit meiner Ansicht unterstützen. Freue mich aufs nächste Mal und sage bis dahin alles Gute und viel Erfolg bei eurem Trading. Bis dann. Vielen Dank. Bis bald. Ciao.